Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Ich habe ein paar Spieler gefragt, ob die zum Interview kommen. Keiner hat sich getraut. Die haben alle dich vorgeschickt. Deine Stimme zum Spiel? Ja, ist schwierig. Schwierig, wirklich nach so einem Spiel irgendwas dazu sagen. Ja. Wir haben völlig verdient verloren. Heute war das auch für mich Leere, da zuzuschauen. Heute ist überhaupt nicht zustande gekommen. Das, was wir uns vorgenommen haben, ist total geschaltet. Ja. Wir haben versucht, im Training und in der ganzen Zeit jetzt, beängstigt. Wir haben aus jedem Spiel jetzt drei Tore gekriegt, ja, wenn das so hochkommt. Ja. Ist es die Mannschaft, die der Leidenschaft fehlt, Spielbereitschaft, alles, was zum Fußball dazugehört, Laufbereitschaft auch natürlich? Oder stellt man sich selber als Trainer auch die Frage, was mache ich falsch oder was könnte ich anders machen? Natürlich, die Frage stellt man sich zuerst. Also zumindest ich stelle die Frage zuerst, was ich ändern kann, was ich verbessern kann, wieso das läuft, wie das läuft. Aber manche Dinge kann man nicht trainieren. Ja. Das ist, wie du das angesprochen hast, Laufbereitschaft, Einsatz, Zweikampfverhalten. Das sind ja Dinge, die muss ich selber reinbringen. Ja. Und da hapert es gewaltig bei uns, ja, momentan. Ich will den Jungs nicht irgendwie unterstellen, dass die nicht gewinnen wollen. Das wäre das Oberste. Ja. Das wäre zumindest jeder. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das nicht rüberbringen können. Ja. Okay. Ist heuer soweit, dass es die DJ Kellerhausen in dieser Liga nächstes Jahr nicht geben wird? Ich hoffe nicht. Ja. Wir werden noch alles dafür tun, dass das nicht zustande kommt. Aber momentan, wie wir zum Beispiel heute gespielt haben, dann haben wir ganz klare Absteige gesehen. Ja. Ich habe auch ein bisschen festgestellt, es ist auch eine Unruhe da, eine Unruhe der Mannschaft dir gegenüber. Vielleicht ist es nur meine Meinung oder einfach nur eine falsche Interpretation der Aussagen der Spieler. Magst du das oder kannst du die Mannschaft noch erreichen? Ja, ich hoffe, dass ich die erreichen kann, sonst werde ich das nicht tun. Ja. Sonst werde ich mich selber... Abgesehen davon muss man ja schon dazu sagen, wir bewegen uns im Amateursport. Es geht hier doch um eine schöne Nebensache. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen, oder? Ja, das kann man so stehen lassen. Also wenn der Spaß dann fehlen würde, dann wäre das schon traurig. Viel Glück für die Zukunft. Danke, Lubosch.